endlich raus aus dem Käfig. Auch wenn es gerade hier so aussieht, als wären wir noch in einem Käfig. Aber nein. So schlimm ist es zum Glück nicht. Sind da rausgekommen. Aber Trico braucht erstmal was zu mampfen, bevor es weitergeht. Das müsste hier mit dem Kopf zu machen sein. Wenn ich mich richtig erinnere, war doch hier unten ein Fass hinter dem, hinter so einem kopflosen Ritter. Hi an Myro. Wer möchte Dota sehen, freut sich aber auch über Trico. Ja, das ist auch die letzte Folge. Wir machen ja bis 18 Uhr heute den Meister The Last Guardian Stream und danach gibt es Dota. Na, wenn man beides mag, ist man natürlich am besten beraten. Und Trico ist immer super. Ups, was ist denn gerade? Warum ist draufgetreten? Egal, also in echt jetzt. Ah! Jetzt müsste halt. Jetzt muss ich irgendwie. Wie kriege ich denn das Fass dann hier raus? Das geht überhaupt nicht. Kommt der hier nicht hoch? Haha. Au! So, der kommt ja nicht aus dem Wassergraben raus. Aber ich habe auch nicht so viel Zeit, weil es ist ziemlich. Wah! Wah! Das war knapp. Komm hier wieder rüber, damit ich das Fass in Ruhe aufsammeln kann. Ich dachte schon, wie soll ich das schaffen? Aber der kommt aus dem Wassergraben nicht raus. Glück gehabt. Bald steht er da, wie so, like a Deppen. Und dann hat Trico auch wieder Kraft, wenn er lecker was gemampft hat. Komm her. Reiben. So, wer ist denn jetzt hier? Hm? So, das sollte reichen, damit er wieder fit wird. Hoffe ich doch mal, ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder zurück nach oben, oder? Das war es eigentlich, was am vielversprechendsten aussah. Und hüpf rüber. Trico, ja, nicht mich abschütteln. Das ist nicht der Plan. Danke. Warum ist jetzt mein Mikro gerade komisch? Das kann man mal richtig hinschieben. Das ist auch das Beste. Irgendwas ist komisch mit dem Mikro. Entschuldigung, ich glaube, das sind komische Geräusche macht. So, so müsste es jetzt besser sein. Und rüber. Hopp. Warum bist du denn jetzt hier so gemütlich unterwegs, Trico? Rüber. Danke. Du kennst doch den Weg, da waren wir schon. Da lang.
Okay, das mit den. Wie diese Säulen benutzen müssen, um darüber zu hüpfen. Kommt so aus. Lieber ein bisschen weiter hinten. Hoppala. Und jetzt dahin, genau. Da hoch. Nicht in die Kamera gucken. Das ist unprofessionell. Da hoch. Und jetzt? Das weiß ich selber noch nicht. Wo du hergekommen bist, da kommen wir glaube ich nicht raus, oder? Oder vielleicht doch? Probier's doch mal. Da sind wir doch hergekommen. Mal aus, aber das schaffst du schon, komm. Ja. Knapp. Hat mich fast abgeworfen. Jetzt warte doch halt mal kurz. So, und jetzt weiter. Ich glaube, das ist ja schon der richtige Weg, Trico. Da lang. Okay, was war das für ein Hüpfer? Guck mich gerade nochmal um, ob ich vielleicht woanders lang gehe, aber. Das Einzige, was noch möglich wäre, wäre da in den Gang rein. Aber ich probiere es nochmal. Trico, da lang. Da lang. Und hüpfen. Das sieht doch so aus, da muss man doch lang. Ja, sehr gut. Das reicht erstmal, Trico. Fein gemacht. Für Kies ein bisschen Streicheleinheit. Ja. Ja, genau. Mira. Das andere Tor war das, wo der abgehauen ist, der fiese Trico, aber das Tor war ja zu. Wir sind jetzt hier oben lang. Ach, schon länger nicht draußen unterwegs gewesen, schön. Soll ich überhaupt hier lang? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin dann doch besser wieder auf Trico unterwegs, weil zu Fuß gibt es ja nicht viel zu tun.
los. Was hast du entdeckt? Ich glaube, ich gehe mal besser zurück zur Trico. Irgendwie allein hier rumzulaufen scheint nicht das Wahre zu sein. So. Vielleicht hast du ja eine Idee, wo es lang geht. Irgendwie da links rüber hüpfen oder so. Du machst das schon. Ich vertraue dir da. Hast du denn die ersten Folgen von Last Guardian gar nicht gesehen, Carina? Die ich mir damals gestreamt habe oder halt auf YouTube gibt es natürlich den Anfang des Spiels. Ich dachte, du kennst das Spiel. Anscheinend gar nicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann guck dir lieber mal auch den Anfang des Spiels an. Findest du natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier mit Trico lang gehen. Vielleicht in die Richtung? Probier's doch mal, Trico. Oder da hochhüpfen. Da hinten scheint ja nichts zu sein. Die Richtung ist irgendwie, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Viel Manövrierspielraum haben wir hier wirklich nicht. Ja, da hoch, das ist auch ganz gut. Aus. Da lang. Hup, hup, hup. So, Trico, was machen wir jetzt? Ja, ich weiß auch gerade nicht weiter. Hier ist ein Tor. Wäre wahrscheinlich meine Aufgabe, das Tor aufzumachen, oder? Aber wie? Ein Schalter scheint hier nicht zu sein. An der Seite komme ich auch nicht vorbei. Dass ich mich irgendwie oben durchschummel. Trico, da kannst du mich mal hochheben. Komm, 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 komm. Ne, sieht aber auch nicht so aus, als würde man da oben durchkommen. Das heißt. Obwohl, da, da kann ich lang, da kann ich lang. Ne, dann warte mal hier, Trico. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warum komme ich da nicht hoch? Ich wollte gerade sagen, geht doch. Hopp, sehr schön. Ein bisschen Geduld noch, Trico. Gleich kann ich die Tür aufmachen von der anderen Seite. Ich habe gesagt, ein bisschen Geduld. Also manchmal klappt das echt nicht so gut, sich mit dem herunterlassen. Aber die sind auch so gerade ranken, machen es halt damit. So. Bevor ich mich hier umgucke. Erstmal die Tür aufmachen. Der arme Trico sitzt da hinten und wartet. Und so bequem ist es da nicht. Ja, ich komm doch schon.
Siehste, alles gut. Habe ich doch gesagt. Okay, da sieht es ja interessant aus. Bevor wir da reinschauen, machen wir hier draußen ein bisschen umschauen. Hier findet man bestimmt noch was zu knabbern. Und Trico freut sich richtig, wenn er draußen ist. Der mag das auch nicht immer so, drinnen rumzuhängen oder an so fiesen Abgründen. Das ist doch mal ein bisschen netter hier. So richtig viel Ausgang hat er ja trotzdem auslaufen. Alles okay, Trico? Okay. Super. So. Hier sind Schmetterlinge. Hier muss doch irgendwo ein Fass sein. Wo ist nur einer? Das ist vielleicht nur ein bisschen Deko. Da ist hier doch kein Fass versteckt. Na gut, dann halt nicht. Dann geht's da drin weiter. Oh oh. Das sieht ja schon wieder verdächtig aus. Da hatten wir schon mal so eine Aktion. Oh oh oh, wenn ich da runterspringe, das wird doch jetzt wieder was. Oh oh, ein Trico guckt schon komisch. Ah! Da würde ich sagen, da wird es komisch jetzt. Deswegen pausiere ich hier nochmal und das schauen wir uns dann erst nächstes Mal an. Aber das hat letztes Mal Trico schon ein bisschen irre gemacht, so ein komischer Käfig. Und wenn jetzt noch der andere unterwegs ist, ich ahne nichts Gutes. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.